Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Shopify-Agentur. In der letzten Folge ging es um die Erstellung eines Shopify-Online-Shops mithilfe der Mobile-App. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr könnt euren Shop sowohl vom Handy aus erstellen, als auch einrichten. Deswegen erklären wir euch im heutigen Video, wie ihr euren ersten Artikel anlegt und diesen suchmaschinenkonform optimiert. Sollte euch das zu viel Aufwand sein und euch schlichtweg die Zeit dafür fehlen, übernehmen wir von eBakery als Shopify-Agentur das sehr gerne für euch. Alle Infos erhaltet ihr auf der Seite oben rechts. Ansonsten nehme ich euch nun mit in die App. Hier sind wir nun in der iOS-App und begeben uns einmal in den Produktbereich. Normalerweise würdet ihr dann hier eine Übersicht aller Produkte erhalten. Da unser Shop noch leer ist, ändern wir das doch direkt mal. Also klicken wir auf Hinzufügen eines Produkts. Wir gehen die einzutragenden Parameter bzw. hinzuzufügenden Elemente einmal von oben nach unten durch. Das erste ist das Bild. Hier sei vorab zu sagen, dass aus SEO-Sicht zwei Dinge entscheidend sind. Einmal der Dateiname und die Dateigröße. Die Dateigröße könnt ihr optimieren, indem ihr in eurem Browser auf TinyPNG geht. Hier klickt ihr in das gestrichelte Feld und wählt für ein Foto eure Fotomediathek aus. Nun klickt ihr auf das Foto, das ihr komprimieren wollt und anschließend auf Hinzufügen. Ihr werdet sehen, dass eure Datei im Anschluss hochgeladen wird und nach Vollendung zum erneuten Download bereitsteht. Ist der Download abgeschlossen, gehen wir in die iOS Fotos App. Das ist an der Stelle wichtig. Klickt nun auf den Share-Button unten links, scrollt dann nach ganz unten und begibt euch dann auf In Dateien sichern. Nun könnt ihr ganz oben neben dem Bild den Dateinamen einsehen und anpassen. Hier sollte euer Fokus-Keyword enthalten sein, also beispielsweise der Markenname und die Bezeichnung des Produkts. Habt ihr das gemacht? Geht zurück in die Shopify-App. Nun sind soweit alle Vorkehrungen getroffen, also fügen wir exakt dieses Bild hinzu. Im Anschluss geht es an die beiden zweitwichtigsten Elemente, den Titel und die Beschreibung. Um direkt SEO-konform zu arbeiten, lassen wir uns von einem weiteren kostenlosen Tool weiterhelfen. Das Tool unserer Wahl ist dafür der Systrix SERP Snippet Generator. Mit diesem könnt ihr auf Nummer sicher gehen, dass sowohl euer Titel als auch die Beschreibung eine gewisse Länge nicht überschreiten und dadurch eventuell in den SERPs abgeschnitten werden würden. Wir haben einmal beides vorbereitet. Wichtig dabei ist wie gesagt, dass die Fokus-Keywords immer recht weit an den Anfang kommen. Um zu sehen, wie der Rest hinter dem Fokus-Keyword des Titels lauten sollte, empfehlen wir euch, eine Konkurrenzanalyse zu machen. Außerdem ist immer ein guter Tipp zu schauen, was in der Google-Suche zu euren Keywords als Autosuggest herauskommt. Das sind nämlich Begriffe, nach denen oft gesucht wird. Habt ihr sichergestellt, dass beides nicht zu lang ist, tragt es in der Shopify-App ein. Im weiteren Verlauf wird der Preis eingetragen, die Option gegeben, einen Streichpreis einzutragen, sowie die Möglichkeit eingeräumt, den EK einzutragen. Dieser wird aber nur euch als Händler angezeigt. Im nächsten Bereich solltet ihr dann auch euer Produkt auf Aktiv stellen, damit dieses dann auch im Frontend zu sehen ist. Ansonsten werden hier produktspezifische Daten eingetragen, wie beispielsweise die SKU, wenn vorhanden, der Lagerbestand, sowie die Entscheidung getroffen, ob Überverkäufe möglich sein sollten. Das Gewicht ist relevant für den Versand und letztendlich könnt ihr euer Produkt einer Kategorie zuordnen. Da wir noch keine erstellt haben, packen wir das mal direkt auf die Homepage, einfach nur um zu sehen, wie das dann im Frontend aussehen würde. Zum Schluss erstellen wir noch Varianten. Das heißt, zum Vaterartikel gesellen sich nun Kindartikel. Die Unterscheidung kann die Farbe sein, die Ausführung, die Größe. Unser Entscheidungsmerkmal ist nicht dabei, also erstellen wir einfach eins. Wir klicken ganz oben in das Feld für Optionsname und geben Geruch ein. Unser Optionswert sind Mango und Granatapfel. Sind das alle Sorten, die wir anbieten, gehen wir oben rechts auf Hinzufügen und fertig. Nun haben wir unsere Varianten erstellt und können den Artikel wiederum oben rechts speichern.
Im Shop-Menü können wir dann jederzeit auf Shop-Anzeigen klicken und uns eine Vorschau anzeigen lassen, wie unser Shop-Frontend aktuell aussieht. Wie wir sehen, befindet sich hier auf der Homepage unser Artikel mit allen eingetragenen Werten sowie den Varianten. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und euch die Hürde genommen, euren Shopify-Shop im Handumdrehen zu erstellen. Nun ist nämlich nicht mehr ein PC oder Mac nötig, sondern kann einfach auf dem Handy erledigt werden. Wie findet ihr die Option? Super Sache oder unnötig, weil ihr es am PC entspannter findet? Schreibt es uns in die Kommentare. Für Fragen, Anliegen und Optimierungsersuchen steht euch oben rechts sowie auch in der Videobeschreibung unsere Shopify-Agentur-Seite bereit. Schaut euch gerne um und vereinbart dort direkt einen Termin mit den Experten von eBakery. Wir hören uns ansonsten morgen wieder, wenn ihr denn auch den Kanal abonniert habt. Bis dahin alles Gute, euer eBakery-Team.